Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Tinnitus-Sprechstunde. Wie kann es eigentlich sein, dass ein Tinnitus plötzlich schlechter wird, sich verstärkt? Und was kann man dagegen tun? Nun, zunächst mal zu den Ursachen. Hier kann man eigentlich drei Gruppen unterscheiden. Das eine sind echte Erkrankungen des Ohres, das heißt zum Beispiel ein Hörsturz, eine Lärmschädigung oder eine Verschlimmerung einer vorhandenen Ohrerkrankung. Aber auch ein Ohrenschmalzpfropf kann das mal sein. Und deswegen ist es eigentlich immer sinnvoll, bei einer akuten Verschlechterung auch den Hals-Nasen-Ohrenarzt aufzusuchen, damit der in die Ohren guckt, eventuell einen Hörtest macht und guckt, ob so eine organische Ursache, die dann ja häufig auch behandelbar ist, vorliegt. Die zweite große Gruppe sind innere Anspannungen, Stressfaktoren, Ärger, weil das Ganze wirkt, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, wie ein Lautstärkeknopf. Sobald die vegetative Spannung nach oben geht, desto lauter wird der Tinnitus, und zwar nicht, weil das Ohr dann schlechter wird, sondern weil die Hörverarbeitung im Kopf anfängt, Geräusche zu verstärken. Und die dritte Gruppe, und auch gar nicht so selten, sind Verspannungen vor allem im Kiefergelenksbereich, manchmal auch im Schulter-Nackenbereich. Auch da ist es so, dass die Hörverarbeitung im Kopf anfängt, das Geräusch zu verstärken. Das heißt, durch Pressen des Kiefers kann plötzlich ein Piepston entstehen, beim Zähneknirschen zum Beispiel oder ähnlichen Situationen. Und auch das ist ja häufig stressbedingt, sodass man dann unter Umständen erstmal versuchen kann, loszulassen, zu lockern und dadurch den Tinnitus positiv zu beeinflussen. Und bei der Behandlung ist es dann eben so, wie jetzt eigentlich schon auch angedeutet, dass bei organischen Erkrankungen natürlich möglichst eine hals-nasen-ohrenärztliche Therapie eingeleitet werden sollte. Man kann dann in Einzelfällen, zum Beispiel beim Hörsturz, auch medikamentös das Ganze unterstützen. Das heißt, wenn es echt einen Hörsturz, eine Schädigung der Sinneszellen im Innenohr gibt, dann kann man über zum Beispiel eine Cortison-Medikation das Innenohr abschwellen. Die Sinneszellen erholen sich ja in der Regel wesentlich schneller und der Tinnitus kann dadurch auch wieder weggehen oder die Verschlechterung kann rückgängig gemacht werden. Bei den Stressfaktoren und auch bei der muskulären Verspannung im Kiefer- oder Nackenbereich ist es so, dass das Loslassen entscheidend ist. Das heißt, immer wieder daran denken, oben entspannen, unten viel bewegen, damit Spannung abgebaut wird, und dadurch kann man auch so einen Tag, wo es plötzlich schlechter wird, beeinflussen positiv. Was dann natürlich auch hilft, gerade in der akuten Phase, ist eine akustische Ablenkung. Gerade wenn der Tinnitus plötzlich lauter ist, neigt man dazu, hinzuhören und es dadurch schlimmer zu machen. Und deswegen Lieblingsmusik raussuchen, anstellen, ruhig am Anfang auch lauter als der Tinnitus und erstmal woanders hin orientieren, was die akustische Wahrnehmung angeht. So viel für heute, und wenn es Ihnen gefallen hat, natürlich wieder liken, sharen oder abonnieren. Bis nächste Woche, alles Gute. Tschüss.